Ja, in der Tat, ich kann Ihnen heute einen Ermittlungserfolg der Polizei Salzgitter berichten. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig und der Polizei im Land Nordrhein-Westfalen konnte der 38-jährige Tatverdächtige in Westerkappeln im Laufe des Tages heute festgenommen werden. Er wird nunmehr einem Haftrichter hier in Salzgitter vorgeführt. Nein, dazu habe ich gar keine Anhaltspunkte, dass es Widerstand gab. Ich kann Ihnen das also nicht bestätigen. Er wurde im Bereich seiner Wohnung in Westerkappeln festgenommen. Nein, es könnte sich offensichtlich um ein Familiendrama, eine Familientragödie ereignet haben. Das ist momentan Stand der Ermittlungen, aber auch hier sind wir noch nicht am Ende der Ermittlungen angekommen. Es werden noch umfangreiche Ermittlungen durchgeführt, es werden noch weitere Zeugen vernommen. Die gesicherten Spuren werden natürlich akribisch ausgewertet und erst dann kann man auch gesichert sein, dass alles getan wurde, um die Tat aufzuklären.